Ich war jetzt lange Zeit nicht wirklich aktiv, hier auch YouTube, aber das ändert sich ab dieser Woche wieder. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, und ich hatte ich gerade einen Haar im Mund. Ja, ich habe mal wieder ein paar Dinge zusammengeschrieben und das sind nicht gerade wenig. Darum bleibt dran und schaut bis zum Ende, um die meisten Informationen, die jetzt kommen, zu informiert sein. So, und manche Sachen kommen auch erst in Oktober oder November raus. Als erstes, am 3.10. dieses Jahres noch, ist wieder deutschlandweit der Maustüröffnertag. Einfach mal Türöffnertag 2022 im Internet suchen und dann findet ihr verschiedene Angebote. Ich werde bei mir auch noch mal schauen, wo ich dann sein werde und dokumentieren werde. Ja, sind nicht mehr viele Tage. Am kommenden Wochenende in Fürth, den 24.09., ist von, glaube 10 bis 18 Uhr der Kind- und Jugendtag. Das ist, früher hieß das Weltkindertag und jetzt wurde das geändert. Letztes Jahr vom Stadtjugendring, die da größte organisieren und auch ich werde vor Ort sein und dokumentieren. Was auch wichtig ist, bis zum 21.09. für alle Kinder bis 14 Jahre, die in Mittelfranken leben, ihr könnt noch beim Kinderfilmfestival eure Filme einreichen, die dann glaub im Dezember oder Januar gezeigt werden und Preise verliehen wird. Oh Gott. Aktuell sind wir in der Ideefindung für den Adventkalender 2022. Wir haben schon ein bisschen und zusammen gesprochen. Ab dem 2.10. werden wir eine endgültige Idee Sammlung haben und danach geht es in die Produktion und Schnitt, sodass es pünktlich am 1. Dezember rauskommt, sodass ihr wieder teilnehmen könnt und an einem kleinen Gewinnspiel und etwas Schönes, Nettes, Tolles gewinnen könnt. Aktuell laufen hin und wieder auch mal Änderungen am Kanal. Daher Banner ändert sich, die Playlisten tun sich auch mal anpassen. Es sollen je nach und nach auch mal Thumbnails kommen. Da bin ich ein bisschen noch hinterher. Sobald das dann ein bisschen hoffentlich besser wird, sind noch ein paar Gegebenheiten, die sind noch nicht so gut. Aber ich bin dabei, keine Sorge. Und ein paar kleine andere Sachen werden sich auch ändern. Natürlich kommen neue Videos aktuell raus. Twitch, jeden Montag ab 19:20 Uhr bin ich hier live auf Twitch. Und daher, ihr könnt mir gerne folgen, www.twitch.tv Strich Filmproduktion Benjamin. Da stream ich oder Nico ja abwechselnd zusammen oder mal ich oder mal er. Ich stream
Oder wenn ich Zeit habe, dann stream ich Montag. Wenn ich mal keine Zeit finde, dann übernimmt Nico es. Und ja, für alle anderen Tage ist der Größte immer spontan. Aber schaut auch da sehr gerne rein und abonniert den Twitch-Kanal. Ja, aktuell ist in ein paar Wochen wieder vorbei. Gamescom ist vorbei, Video Day ist vorbei. Ja, ich bin wieder zu Hause. Ich bin völlig ja, 39 Stunden arbeiten plus Samstag nochmal in die Arbeit. Bin ich leider mit manchen Videos leider nicht so weit gekommen, wie ich es eigentlich nicht machen wollte, sondern eigentlich zügiger dahin kommen wollen. Deswegen darf ich ja jetzt auch noch mal eine Woche Zwischenpause. Aber ich kann jetzt nicht noch eine Woche geben, weil da komme ich dann durcheinander. Nee, wenn ihr mal nichts kommen sollte, dann verdient nicht. Die kommen auf jeden Fall, die Videos, aber sind aktuell noch im Schnitt oder in der Planung durchführen. Und das kann noch ein bisschen dauern. Aber keine Sorge, diese Videos kommen. Ich habe aktuell auch noch ein paar kleinere andere Baustellen, die erstmal abgearbeitet werden müssen. Ja, Thema soziale Medien. Soziale Medien werden sich auch verändern zu, ja, regelmäßige Ankündigungen. Wann ist ein neues Video online? Dann ist irgendwas passiert. Natürlich werde ich auch wieder von, ja, Veranstaltungen wieder regelmäßiger berichten. Ja, aber alles weitere einfach dem Instagram-Kanal JannikVlogTV oder Facebook folgen, Twitter natürlich auch. Würde mich sehr freuen. Und zu aller guter Letzt, der Gaming-Kanal wird sich auch mit manchen kleineren Kleinigkeit sich ein paar Sachen ändern. Daher es kamen hier neue Videos dazu oder neue Videoprojekte, weil manche andere laufen aktuell einfach nicht. Aber das ist kein Problem. Somit würde ich sagen, das war hier ein 10-minütiges Informationsvideo für diesen Monat. Nächsten Monat geht es dann wieder voll und ganz los mit den nächsten spannenden Informationen. Was da genau sein wird, lasst euch überraschen. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann abonniert es. Und dann sage ich damit schönen Tag, macht's gut, bleibt gesund, bye bye, ciao.